auf, wir suchen uns mal eine aus. Hier, welche nehmen wir denn? Ich fahre noch mal ein bisschen nach vorne. So. Supercharger. So, wenn du den Rückwärtsgang hier reinmachst, hast du hier halt so eine Kamera. Kannst du halt gucken, wie bei jedem anderen Ding auch. Ne? Also, siehst du das halt, kannst hier die Spur verfolgen. Und das ist halt so schön, dann kann er hinten raus. So. Mein Traum wird wahr. So, ich finde die Handbremse. Bevor du jetzt dieses Laden startest, drückst du halt hier drauf. Und dann steht hier oben irgendwo Aufladen. Hier unten kann man ganz, ziemlich gut sehen, da hast du hier ungefähr den Akku, also unter der ganzen Karre. Und wenn ich jetzt hier Ladeanschluss öffnen, klack, dann geht so ein Geräusch an. Und dann gucken wir uns das mal an, dann geht da nämlich so eine Ladeklappe auf. So. Die Ladeklappe ist hier, ist ganz geil gemacht eigentlich, in dem Scheinwerfer da drin. Ja, und du brauchst jetzt halt hier nichts machen, ne? Also, du nimmst einfach, ich habe hier keine Karte, nichts reingesteckt, du nimmst einfach diesen Zapfhahn hier raus, sieht so aus. Ein paar Spinnen. Man bezahlt auch nichts, ne? Ne. So, dann steckst du den hier rein, dann macht's gleich mal Klick, das hat man gehört, glaube ich. Und das war's. So, jetzt kannst du dann reingehen und da steht dann, kannst du mal aufs Display gucken. Jetzt müsste dann irgendwann Ladevorgang beginnen sofort. Eine Stunde verbleibend, lädt. Ja, warte mal, das geht jetzt runter. Check mal. Also du hast jetzt hier... Du siehst jetzt halt hier, wie viel kW das Ding wieder hochballert. Und... ja, in einer Stunde ist das Ding jetzt rappelvoll. Also der halbe Akku quasi. Genau. Und... ja... Jetzt machen wir hier gleich mal ein bisschen Pause und dann kommen wir gleich nochmal zurück und dann gucken wir mal. Jetzt siehst du auch schon, wie schnell der die Kilometer hier hochballert. Jetzt hast du hier 100, 202 Kilometer und dann 203 und so weiter. Also es geht relativ fix. Wir machen jetzt mal 2-3 Minuten Pause hier und dann kommen wir gleich nochmal in die Karre zurück und gucken mal, wie schnell er was geladen hat. Ja, während die Karre jetzt hier so rumsteht und rumlädt, kann man sich ja noch die Spaltmaße angucken. Also das sind die Maße, wie das Ganze hier so passt und verarbeitet ist. Und wenn man sowas hier sieht, also das hier, ihr wisst, was ich meine. Also man kann das jetzt, wir können das wieder gerade machen und gerade biegen, aber so herbe geil ist das nicht. Ne? Also bei deutschen Fahrzeugen passiert das. Ist auf jeden Fall. Ist übel, ne? Und ja, auch wenn du mal oben hier guckst, also hier ist das so ein bisschen breiter und dann wird der hier noch ein bisschen kleiner wieder und hier oben so eng und also das ist schon, da sind deutsche Autohersteller irgendwie da ein bisschen pingeliger bei und die Amis, die setzen einfach scheinbar hier auf Leistung, das war's. Was ich auch ganz geil finde, das muss ja jeder halt für sich rausfinden. Ne? Ich glaube, hier vorne sind dann halt noch so Ultraschall-Dinger drin, so Kameras, die dann das, die Fahrzeuge von vorne checken. Hier an der Seite sind auch noch Kameras. Diesen Tür in den B-Säulen. Ja, und hinten hast du halt auch noch mal ein paar Kameras. Ansonsten. Was ist das? Ich weiß, von unten kann man die Karre, glaube ich, nicht filmen, oder? Jetzt kommst du mit der Kamera da drunter. Von unten ist halt auch nichts, ne? Ist nichts. Nee. Außer der Akku, ne? Das ist halt nur ein Akku. Also du siehst einfach einen. Können wir ja mal probieren. Vielleicht kommst du da so halb dran. Wenn du diese da. Ach so, du hast noch den Griff da drunter, ne? Aber ich glaube, da wird man auch nicht viel sehen. Ne, siehst du auch nicht. Das ist einfach nur eine gerade Platte. Das war's. Also wir stehen jetzt hier seit 10 Minuten und gucken hier so ein bisschen rum. Wenn man jetzt sieht, sind wir schon vor 200 Kilometern auf 290 gekommen. Kann man das da sehen? Hier links steht das. Da. Oder ich glaube, ich kann auch hier auf Aufladen klicken. 294. Ja, das sieht man jetzt auch. Wunderbar. Ja. So, aber jetzt haben wir keinen Bock mehr hier noch zu stehen. Jetzt drücke ich einfach hier auf Ladevorgang stoppen. Dann knackt das da hinten einmal. Und dann muss ich hier auch noch entriegeln, dann klackt's. Das war's. Das Ding schließt magnetisch. Also du machst einfach so zu. Klack. Fertig.
kann auch keiner nachts kommen und ein bisschen was abzapfen. So, wir machen uns wieder auf die Reise hier, haben jetzt hier 10 Minuten herumgetankt. Und wenn wir das gemacht haben, habe ich so ein bisschen in diesem Benutzerhandbuch gespielt und scheinbar gibt es hier so ein paar Funktionen, die müssen wir gleich mal ausprobieren. Also man kann hier irgendwie, wir gucken uns das gleich mal an, da steht irgendwas mit Regenbogenstraße. Wenn das die Rainbow Road ist aus Mario Kart, dann das will ich natürlich, das wäre natürlich eine witzige Sache. Also da steht, du musst diesen, also wenn da gleich dieser Autoassistent-Dingsbums hier an ist, gucken wir mal irgendwann, dann ziehst du den Hebel hier viermal schnell zu dir. Drehen Sie die Lautstärke auf volle Lautstärke. Wir machen mal nicht volle Lautstärke, wir machen mal die Hälfte, um mal hier zu gucken, was überhaupt passiert. Keine Ahnung. Regenbogenstraße. So, jetzt geht's ab hier. Das sieht alles noch ganz gut aus. Ich mach mal hier den. So, Lenkassistent ist an. Wir fahren jetzt auch hier. Jetzt ziehe ich mal 1, 2, 3, 4. Ah, ein Torbelli. Geil. Wir sind ja bescheuert. Keine Ahnung, was ist das überhaupt für ein Song? I gotta have more cowbell. Es läuft irgendein Song, ich hab keine Ahnung. I got a fever. The only prescription is more cowbell. Der Himmel labert hier auf jeden Fall. Und wir fahren auf der Rainbow Road. Das ist ein Scheiß. Ja, und wie lange geht das jetzt? Also ich brech mal ab, ich drück mal hier drauf. Ah, okay. Na, es ist wieder aus. Das ist schon mal okay. Das ist schon mal sehr gut. So, dann haben die noch gesagt, du kannst hier oben dieses T gedrückt halten. So. Dann Enter Code 007, damit auch jeder weiß, wer wir sind. So, und jetzt? Ich sehe da gar nichts. Langweilig. Ich habe bestimmt was falsch gemacht. Probieren wir was anderes. Drücken wir mal. Oh, zu lange. So. Dann geben wir mal Maß ein. So. Geil. Das ist jetzt hier scheinbar die Oberfläche vom Mars. Und wir sind jetzt hier dieses kleine Ding. Für Scheiße einbauen, ne? Kannst du jetzt hier mit dem Kackding über den Mars ballern oder was? Gucken, was passiert, wenn wir fahren. Vielleicht bewegt er sich ja. Was ist denn sowas? Ist ja langweilig, bewegt sich nicht. Voll langweilig, das ist ja gar nichts. Oder? Muss ich hier oben immer drauf drücken. Ja, gar nichts. Nee. Nee. Was war das hier? Dieses 007-Konto? Da muss ja auch irgendwas passieren. So. 007 haben wir jetzt auch gemacht. Und jetzt? Fahrzeug einstellen. Was ich ganz geil finde, ist das hier. Das scheint eine coole Funktion zu sein. Viermal den Hebel schnell ziehen und dann kommt die Rainbow Road. Oh ja! Yeah. Ja, Freunde. Alles in allem. Ja, ich habe jetzt hier mal wieder ausgemacht. Hauptsache die Kuhglocken-Scheiß geht jetzt aber aus. Hört ja nicht mehr auf. Okay. Guess what? Ja, guess what? Also, And the only prescription is more cowbell. Ich
Schau, ich hoffe, dass er jetzt nicht bis hier, bis ans Ende seiner Tage den Song spielt. Ja. Ah, okay, das war's. Ja, sehr geil. Solar Energy? Boah, viel zu laut. Jetzt geht's. Ja, also alles in allem, jetzt habt ihr so ein bisschen gesehen, was das Ding hier macht, was das Ding kann. Es sind auch viele Spielereien bei, die kein Mensch braucht, so wie diese Mars-Geschichte da oder sowas. Aber definitiv gehe ich ganz stark davon aus, dass die Zukunft sich immer weiter in diese Richtung entwickeln wird. Und ja, ihr habt das Glück, ihr könnt dabei sein. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die anderen Kurse auch noch reinziehen. Wir machen weiter hier so ein Stuff, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was da draußen so abgeht. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir einfach schreiben. Ansonsten viel Spaß, schönen Feierabend.